Günter Scheibenreif, Wettertechniker der ZAMG hier in Bregenz. Gestern zog ein Unwetter über Vorarlberg. Wie war das Wetter aus der Sicht der ZAMG? Ja, gestern hat eine kräftige Kaltfront einiges an Niederschlägen gebracht, vor allem aber auch beträchtlichen Wind. Die stärkste Böe haben wir gestern in Sulzberg gemessen mit immerhin 104 km/h. Am Rohrspitz waren es noch 99 und in Bregenz immerhin noch 85 km/h. Das ist schon ein sehr kräftiger Wind, ein stürmischer Wind. Was haben wir für die nächsten Tage zu erwarten? Es wird heute noch kühl und regnerisch, es ist in Schauercharakter. In der Nacht wird der Regen noch mal intensiver. Morgen beruhigt sich dann aber langsam. Und so Freitag und übers Wochenende stellt sich dann wieder Hochdruckeinfluss und es gibt wieder ruhiges und vor allem wieder milderes Herbstwetter. Wie sieht es mit Schnee aus in Vorarlberg? Heute Morgen haben wir in Waadt zum Beispiel 10 cm gemessen und in Mittelberg 3. In tieferen Lagen nichts. Das Wetter ist es also doch recht winterlich auf einmal. Bleibt es so oder können wir für die nächsten Tage, Wochen eher herbstliches Wetter erwarten? Über die nächsten Wochen kann ich keine Aussage treffen. Über die nächsten Tage, wie gerade gesagt, so Freitag und Wochenende bis in die nächste Woche hinein stellt sich wieder ruhiges Herbstwetter ein und es wird dann auch wieder wärmer. In der Nachbetrachtung waren die letzten Wochen ja übertrieben warm. Teilt diese Ansicht die ZAMG oder ist es eher eine subjektive Wahrnehmung? Das ist richtig. Der Oktober war bis jetzt in der Tat einiges zu warm. Wir haben für Bregenz zum Beispiel ein Mittel von 14,8 Grad. Das ist doch fast 5 Grad wärmer als normalerweise. Es waren oft Föhnlagen und es war ein recht milder Oktober bis jetzt.